Okay, was ist das hier? Hier ist ein... Wie ist die Schweizer sonst? Außer hier. Kannst du das? Okay, Rico. Bereit? Immer. Ich hab weiter. Und du? Wir müssen... Mach mal auf, ey. Mach mal auf hier, ey. Ja, mal zu hacken. Alter, was ist das für ein Passwort jetzt? Ja, gut, 5-mal Niete. Ah, okay. Bam! Oder war das mein Skill gerade? Okay. Barrieren und Geschütze deaktiviert. Gut gemacht. Hab noch nie ein Dual-Hack mit jemandem gemacht. War nämlich nie jemand gut genug für mich. Bis heute. Wow. Nicht schlecht. Torwächterruine voran. Ich bin bereit. So. Da sind wir. Ich will nur reden. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt für Sliro. Ich weiß, dass sie es alles Fassade für das Imperium. Komm schon, wir arbeiten beide für das ISB. Mach's nicht unnötig kompliziert. Lass mich rein. Warum musst du es mit so einer Frage ruinieren? Ah, schon viel besser. Oh, stand schon. Torwächter-Druiden sind hochentwickelt. Aber nicht hochentwickelt genug. Ach, na dann öffnen wir diesmal hoffentlich den richtigen Tresor. Ja, wie konnte die jetzt das machen? Oh, na los, in den Tresor. Ich bring die Ladungen an. Sieht nach Bossfight hier aus. Du bist dran. Mit Sliros Codes kannst du die Tür knacken. Und das ist eine Lektion für dich, Kay. Nie den gleichen Code zweimal nutzen. Derek Flash! Woher wissen die, dass wir hier sind? Die haben auf uns gewartet. Sie ist verwundet. Nicht von uns. Ist das alles? Shit. So. Nächste Horde? Nö, okay. Hammer's. Was flog da rum? Hä?
Flog da gar nicht was. Sah aus, als ob die Waffe weggeflogen war. Ich muss dir danken. Man kann nicht oft sein eigenes Todesmal beanspruchen. Oh nee, ja, sie. Hol's dir doch! Das ist eine Verräterin. Wer? Na, sie haben. Worauf wartest du denn noch? Okay. Doch nicht. Nein. Hab's mir überlegt. Ist das ein Scherz? Zum Totlachen, hm? 20%! 10! Ich nehme dir alles, was du hast. Dann mach doch. 15! Na schön. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Ank, kann losgehen. How could you know us, dude? Eure Leben sind verwirkt. Eure Familien, Freunde, tot. Kein einziger Ort in der Galaxis ist sicher vor dem ISB. Ich brauche bestimmt keinen toten ISB-Direktor. Aber wenn es sein muss. Er ist ja nicht tot. Kane. Ja, der hat ihn nur eine Ohrfeige gegeben. Kommst du? Ich halte sie auf. Ganz Zarek Besh macht jetzt Jagd auf uns. Schimmer. Um sich sei herum. Bereit, Kane. Pause ist auch richtig gut gemacht. Ich hab nur zu meckern, sorry. Da vorne ist das Casino. Alles klar. Ank, Gedeek, Zeit sich aufzuteilen. Was? Darüber haben wir nicht geredet. Rico hat mein Gesicht in den Sicherheitsloks gefunden. Wenn ich da reingehe, gibt's ein Sirenenkonzert. Und ohne Uber, wenn der Wadja Barede im Nolia Uber. Giu Dovdita! Schon gut, aber wir sehen euch beide auf der Bahnbrecher. Das Ding folgt uns. Neu. Okay, wie geht's voran? Hier liegt 7,5 Minuten zurück. Vielleicht, weil wir gerade Sliro begegnet sind. Wer war da? Der Kerl ist paranoider, als wir dachten, aber wir haben die Ware. Asara, bist du da? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Der Peilsender ist platziert. Ihr solltet ein schönes, sauberes Signal bekommen. Müssen wahrscheinlich gegen Darth Vader kämpfen, oder? Und es wird einen zweiten Teil geben. Natürlich gibt es bestimmt auch. Boah, Junge. Das war so ein Vierschloss. Manchmal bin ich echt krass darin. Manchmal. Denk ich mir, Alter, was mach ich für eine Scheiße? Die Mauer sieht sehr durchlässig aus. Ah, lass mich raten. Jo. Okay, das war ganz schön laut. Ups. Was dazu aussehen, einen grünen Schatten, dass ich nicht abknallen kann. Hey? Okay. Das musst du dir ansehen. Warum hatte der noch Zarek Besh räumt das Casino. Clever. So viel zum Thema aus der Vordertür rausspazieren. Tja, war ein guter Plan. Die wollen einen Kampf? Dann geben wir ihnen einen. Schön, dass wenigstens einer von uns Spaß hat. Nutze ich nie, ne? Aber die sind halt alter laut. Eigentlich sind die schwachsinnig zu nutzen. Wenn nicht entdeckt werden soll. Ratschen. Fast geschafft. Ich komme, wie süß er sich mal rauslässt. Wir sind fast raus. ND5, wie sieht's mit dem Schiff aus? Euer Schiff ist da. Dann kommen wir aus dem durch das Casino, okay. Warte mal. Geld. Ah, nee. Okay, eine Heizkette. Ich guck mal erst mal hier um. Es ist nicht so, dass wir auf der Flucht sind, aber okay. Ist der hier durchgeschimmert? Scheinbar, ne? Ach, komm schon. Gibt's ja auch ein DLC für, oder? Hat uns wohl verlassen.
Dann schmieden wir unser eigenes. Asara, halt sie auf. Rico, hacke die Generatorabdeckung. Und ich mache nix. Geil. Gehackt. Die erste Abdeckung ist offen. Schieß auf den Energiekern. Da sind Jäger. Ich kann die Abdeckung aufkriegen, aber das braucht Zeit. Ihr müsst uns am Leben halten. Ja, ist klar. Nix. Pass auf. Verzieht euch einfach. Okay, die Generatoren sind offen. Feuer frei. Verstehe ich. Ich brauche mehr Zeit. So eine dynamische Verschlüsselung habe ich noch nie gesehen. Und geknackt. Hey, jetzt bist du dran. Das wollt ihr nicht wirklich. Es wird 20 Sekunden schwarz. Überhaupt nicht aus Eile. Oh nein, es gibt schon Showdown am Himmel. In dem Universum. In der Galaxie so. Mal alles, was das Spiel hat, zeigen. Achso, nee, doch nicht. Hier sind wir back. Diese Aktion wird alles verändern. Wo ist die Beute? Das ist besser. Sleros Datenbank. Imperiale Zugangscodes? Laufende Operationen? Basisbaupläne. Und Sliros private Sammlung von Erpressungsmaterial über fast jeden hochrangigen Offizier des Imperiums. Daten, von denen seine Freunde beim ISB keine Ahnung haben. Hey, du hast gesagt, die Rebellion bekommt Zugriff und niemand wird verletzt. Gibt's hier irgendjemand, der mir nicht in den Rücken fällt? Slero hat Millionen des ISB in Serek Besh investiert. Er wollte Unterweltnetzwerke nutzen, um Rebellen zu jagen. Es ging schief, aber irgendwie erschuf er dabei eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Galaxis. Du willst Serek Besh? Ich habe den Kodex, ich habe Asaras Rebellennetzwerk und im Gegensatz zu Sliro gebe ich dem Imperium alles, was es will und mache Millionen. Was hast du immer mit Sliro? Ich wende nur das Blatt, Kay. Du kannst gehen, sobald Serek Besh ihm gehört. Kein Todesmal mehr, wie geplant. Und das Haare? Okay. Neuer Plan. ND5. Hey, lass das! Du hast das Ziel aus den Augen verloren, Kleine.
Das bin nicht ich, Kay. Tot. Hey, Kleine, ich halt sonst keine Reden, aber ich versuch's. Wir wissen beide, dass du nicht für so eine Art Leben gemacht bist. Aber ich hab kein anderes. Wenn du bei mir bleibst, überlebst du nicht. Du bist ein gutes Mädchen. Aber vergiss nicht, dass in dieser Galaxis nicht immer jemand für dich da sein wird. Du kannst das Zimmer behalten, bis du weißt, wie es weitergeht. Schon gut. Nur für ein paar Tage. Wie du willst. Bis ich weiter weiß. Komm schon! Komm schon! Ich hab's euch gesagt, du kannst kein Vertrauen, selbst die Mutter nicht mal. Wo sind wir? Domatoma Distor, Huayaba Suja Revelator. Dir geht's gut. Ob der da reinpasst? Wie habt ihr mich gefunden? Rico. Chitinkaoto. Satauba. Wir haben ihr Shuttle geklaut und kamen so schnell wie konnten. Und jetzt haben wir dich und hauen wieder ab. Danke, euch beiden, aber ich gehe nirgendwo hin. Chichiwamake. Titokitabolanit. Andy steht immer noch unter Jalens Kontrolle. Er war schon Jalens Vollstrecker lange bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und ohne ihn wärst du jetzt in einem imperialen Labor. Und du im Knast auf Kijimi. Ja, es lief schlecht. Aber ND ist der Einzige, der nicht einfach so gehen kann. Nimm das. Und lass dich nicht sehen. Ankh, versteckst du ein paar Präsente? Twamabola, du tut dies. Wenn du ihn findest, ramm das in seinen Hemmbolzen. Und ND5 ist frei. Erstmal suchen du und ich die Brücke. Und die Plastoidköpfe, die uns umzingelt haben? Ja. Beweg dich auch schon! Sachte! Nice. Bleib bei mir. Was? Nein, du bleibst bei mir. Ich bin die mit dem Blaster. Wir müssen so tun, als gehören wir hierher. Wo sind die Turbolifte? Woher soll ich das wissen? Ich war nie auf einem Sternzerstörer stationiert. Alles klar. Nicht mein Sektor, nicht mein Problem. Habt ihr gestern da draußen irgendwas? Verstanden. Du willst also einfach mit dem Freiheitssekt zu ND5 gehen? Das sollte den Hemmbolzen lösen, oder? Außer er hat eine Fehlfunktion. Oder du kommst nicht nah genug ran. Was, wenn er dein Bewegungsmuster erkennt? Dann werde ich erschossen. Ha. Schön, dass wir darüber geredet haben. Die ist irgendwie besser als die andere. Guten Tag, bin Sarg.
zweiten Teil. Rodianer abschauen. Sehr originell. Ein Charakter ist meiner. Ich hasse diesen Posten. Da bin ich schon gefangen. Wir haben vor einer Weile einen Flüchtenden festgenommen, der seine alte ID-Karte verwenden wollte. Soldat, wohin bringen Sie den Gefangenen? Nur eine Standardverlegung. Es ist keine Verlegung geplant. Tatsächlich finde ich gar keine Akte zu diesem Gefangenen. Die Wahrheit, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ist doch scheiße, oder? Wahrheit? Der Befehl kommt von ganz oben. Das wage ich zu bezweifeln. Hören Sie, ich tue nur, was man mir sagt. Sie wollen Probleme machen? Gut. Aber dann tragen Sie das mit dem ISB aus. Der Befehl kommt vom ISB? Oh ja. Fragen Sie sie. Die würden bestimmt gern wissen, warum Ihr Gefangener sich verspätet. Vielleicht fangen Sie auch an, ihn Fragen zu stellen. Sie unter die Lupe zu nehmen. Nein, das wird nicht nötig sein. Gehen Sie weiter. Ich hier. Die ist richtig nervig. Guck mal, keiner fragt uns. Die kommt mal von der Seite. Wer bist du? Gut gemacht. Die sind genau wie die Polizei im Kanto. Das ist ein Kontrollraum. Kannst du auf die Konsole zugreifen? Okay. Wir müssen ND5 finden. Klar. Aber wie komme ich an sie ran? Darum kümmere ich mich. Pass du auf, dass du nicht gesehen wirst. Ende. Kann ich da durch den Schein? Kamera, okay. Kannst du sie ausschalten? Okay. Selber dürfen wir hoch, okay. Ich wollte gerade nichts aktivieren, aber wir haben kein Nix. Niemand sieht zu. Da ist garantiert noch ein Offizier drin. Sicher, ich kümmere mich darum. TK-454, wo sind Sie? Sie wurden als Eskorte eingeteilt und die Fähre unseres Gastes hat bereits angedockt. Sie lassen uns schlecht dastehen. Komm, TK-4... Du wirst immer besser als Sturmtruppler. Ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Ruf einfach den Schiffsplan auf. Ich greife auf den Datenkern zu. Kannst du das irgendwie beschleunigen? Okay. Das wird dir nicht gefallen. Sliro? Was macht der denn hier? Hier steht, er wurde zu einer Konferenz gerufen. Wetten, dass Jaylen und ND5 dort sein werden? Wenn ich es rechtzeitig hinschaffe, schließe ich mich seiner Eskorte an. Oh, das ist eine schreckliche Idee. Ich bin eine Sturmtrupplerin. Für Sliro bin ich unsichtbar. Ich entriegle die Tür. Geh zum Turbolift, bevor er abfährt. Es geht auf Zeit. Sie werden abgelöst, Soldat. Was? Mir hat keiner was gesagt. Vergeuden Sie nicht länger meine Zeit. Sie werden hier abgelöst. Gehen Sie. Ja, zu Befehl. Ich gehe. Wie cool, ey. Jetzt hat er eine Mütze an. Ich habe noch nie ein so unorganisiertes Schiff gesehen. Geht es hier immer so zu? Ich fürchte ja. Beschämend. Ich sorge mich ernsthaft um den Zustand der imperialen Flotte. Diese Dreistigkeit! Diese Anmaßung! Dass es jemand wagt, mich vom anderen Ende des Imperiums herzubestellen. Wenn das nicht von höchster Wichtigkeit ist, rollen Köpfe. Ja, Direktor. Ich eskortiere Sie zur Brücke. Ich kenne den Weg. Ich brauche niemanden, der mir die Hand hält. Außer wir beiden. Komm. Komm, Schatz. Geh jetzt. Guten Tag, guten Tag. Servus.
Ich will jetzt nicht wagen, hier um links, rechts zu gehen. Direktor Barsha. Mir wurde zugetragen, dass es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat. Nur eine Privatsache. Nicht, wenn Sie dabei achtlos imperiale Geheimnisse an den Feind verraten. Ich fürchte, der Imperator hat keine Verwendung mehr für Sie. Jaylen. Das Imperium nimmt Ihren Vorschlag an, Jaylen Rex. Sehr schick. Lass mich raten, der Pelz war deine Idee. Die Koordinaten der Rebellenbasis. Setzen Sie Kurs auf Akiva. Shit. Das darf er nicht. Vorschlag? Lord Vader ist ein harter Verhandlungspartner. Im Austausch gegen die Rebellen von Akiva und die Rückgabe einiger äußerst geheimer Informationen. Kannst du es dir wirklich nicht denken? Dein Vorschlag, Jaylen. Das Imperium übergibt mir Zerek Besh. Und dich. Er weiß es? Dass wir Brüder sind? Kam mir unwichtig vor. Du weißt ja nicht, was du getan hast. Ich weiß ganz genau, was ich getan habe. Die Klonkriege waren vorbei. Unsere Fabriken standen bereit, Tausende von Zerstörern für das Imperium zu bauen. Wir wären die reichste Familie auf Corellia gewesen. Ich tat, was ich tun musste. Du hast uns des Komplotts gegen den Imperator bezichtigt. Und wofür? Eine Beförderung? Er wurde kurz schwarz. Wir hatten einfach alles, Lero. Du hattest alles. Aber ich war nur ein Fehltritt deines Vaters. Du hattest einen Platz an unserem Tisch. Ich hatte nichts. Und du hast mich immer wieder spüren lassen, jede Sekunde, dass du sein Liebling warst. Ich war der Erbe! Und wir waren Familie. Tja. Du schuldest mir ein Imperium. Also nehme ich deins. Du kennst doch noch ND5. Ja, zwei Augen warm, ne? Bis auf die Narbe auf der Brust. Der für dich die ganze Familie verfolgte und umbrachte. Jedes Mal hast du... Scheiße. Ich dachte, das fühlt sich besser an. Von wegen das Blatt wenden, ha? All das nur aus Rache an deinem Bruder? Du weißt doch, Kay. Nichts schmerzt so wie Familie. Wenn du wegen des Kodex kommst. Ich komme wegen ND. Und ihm, schätze ich. Dein Ernst? Na dann, komm und hol sie. Lauf! Gedeck, das lief nicht gut. ND hat mich gesehen und will mich jetzt töten. Alles klar. Ich suche den schnellsten Weg zum Hangar. Nein, ich habe immer noch den Hack. Ich werde nicht müde, ich gebe nicht auf. Verschwinde, Kay, und hör nicht auf zu rennen. Nein, Datenstift.